ist sicher so, bei allem Respekt für Ambrì. Der Sieg heute ist für Biel schlicht und einfach Pflicht. Und für die richtig wichtigen Momente trägt Coach Kevin Schläpfer Krawatte. Das hat doch was. Der Beginn in diese Partie ist spezieller Natur. Achten Sie auf Ambrìs Goalie Nolan Schäfer. Das nennt man dann wohl ein Missgeschick und Biel macht was? Richtig, es profitiert. 90 Sekunden gespielt, der Playoff-Kandidat führt bereits. Éric Baudouin ist Torschütze und hatte in seinem Leben sicher schon schwierigere Jobs zu erledigen. Ambrì Piotta also mit dem klassischen Fehlstart versucht das zu korrigieren. Lachmatow kommt aber nicht an Berra vorbei. Und Schultes kommt nicht bis zu Rito Berra. Dann wieder die Bieler. McMurtry. So richtig stilsicher wirkt Nolan Schäfer auch in dieser Szene nicht. In der Folge Biel mit einem Mann mehr. McMurtry, Mick Flicker. Diesmal macht Schäfer alles richtig. Ambrì Piotta übersteht die Strafe, aber Biel ist auch bei 5 gegen 5 stärker. Mick Flicker, Gosweiler, McMurtry, wunderbar die Scheibe laufen gelassen. Biel führt mit 2:0. Ryan McMurtry ist dafür verantwortlich und 2:0 ist dann auch das Resultat nach 20 Minuten. Zweiter Abschnitt, Powerplay für Biel. Kellenberger und Wieser beschäftigen Schäfer in dieser Überzahl. Mehr allerdings auch nicht. Überhaupt wurden die Bieler jetzt etwas nachlässig, auch in der Defensive. Williams profitiert, Bestoni, das war brandgefährlich. Serge Pelletiers Team wurde jetzt besser. Und die Tessiner setzen nach. Der Bieler Kellenberger auf den Knien, außer Gefecht. Siedler, einmal Siedler, zweimal kein Vorbeikommen an Berra. Und weshalb Steve Kellenberger nicht mehr mit tat, sehen wir hier. Er bekam den Stock von Reichert ins Gesicht. Biel fängt sich in der Folge wieder. Ehrensberger, Ehlers, aber Nolan Schäfer hatte die anfänglichen Unsicherheiten längst verdammt. Die letzte Chance im Mittelabschnitt gehört wieder Biel. Mick Flicker drückt den Puck über die Linie und das in der letzten Sekunde des Mitteldrittels. 3:0 für Biel nach 40 Minuten und dieses Resultat ist durchaus in Ordnung so. Nach 3 Minuten im Schlussabschnitt endet der Arbeitstag von Dario Truttmann. Er kassiert 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe, was Kevin Schläpfer ziemlich in Rage bringt. Aber es war ein Ellbogencheck gegen den Kopf von Bianchi. Keine Absicht zwar, aber man kann das so geben. Das Powerplay von Ambrì allerdings alles andere als überzeugend. Dann entwischt Bouliot, wird noch von Williams behindert. Jason Williams hätte sich hier nicht über einen Penalty beklagen können, aber den gab's nicht. Biel überstand die 5-Minuten-Strafe, spielte dann zu 5 gegen 3. Goalie Schäfer zusätzlich ohne Stock. Und McMurtry nutzt das zum entscheidenden 4:0 in der 52. Minute. Die Bieler Fans waren natürlich begeistert. Sie hatten aber noch nicht alles gesehen. Pouliot erzielte nämlich 3 Minuten vor dem Ende noch das 5:0 und dabei blieb es dann klar, dass die Bieler zufrieden waren. Habt ihr das Spiel gesehen? Ihr habt ja am Anfang das Geschenk bekommen von Nolan Schäfer. Ja, sicher, sicher wichtig für uns, zuerst reinhauen. Nachher, ja, eben, gut gespielt haben wir nicht. Schlussendlich, gleich 5:0 gewonnen, ist sicher wichtig, dass wir auch Spiele gewinnen, wo wir halt nicht so gut spielen. Und es war sicher heute eins gewesen. Und ja, eben, Geschenk oder nie, 5 Goal haben wir gemacht. Resultatmäßig ein überzeugender Sieg heute. Biel bleibt damit ein ernstzunehmender Anwärter auf einen Playoff-Platz.